Willkommen, liebe vier Kameraden, die ihr gerade im Hintergrund hört, geht der nächste Schritt los hier auf dem Großseglertreffen der LSC Condor hier im Süden von Berlin. Neben mir steht Michael Köther. Michael Köther ist der erste Vorsitzende des Clubs. Wir stehen über die Tradition des Vereins. Welchen Verband seid ihr? Wir sind im Deutschen Aero-Club Sektion Berlin angegliedert. Der Verein wurde am 1.3.1952 beim Amtsgericht eingetragen und gegründet. Und am 1.5.1952 ist die erste Satzung beim Amtsgericht eingetragen worden. Wir sind bis 1990 in Berlin, weil es eine Insel war, in Marienfelde geflogen. Das nannten wir, weil ein Schutthügel war, also eine Mülldeponie, das nannten wir die Marienfelder Rhön. Und es wurde auch vom Bezirksamt Tempelhof eifrig unterstützt. Nach der Wende 1990 mussten wir uns natürlich umsehen, weil es ja eine geschützte Grünanlage in Marienfelde war. Und da haben wir einen hervorragenden ehemaligen Agrarflugplatz in Sputendorf gefunden und haben diesen dann auch bei den Berliner Startliegenschaften Pachtvertrag bekommen, wo wir bis heute noch sehr glücklich sind. Wir haben hier ca. 3 Hektar gemietet, die um einer intensiven Graspflege unterliegen. Der Verein selber hat zurzeit 96 Mitglieder. Was zumindest jetzt ein großer Verein. Ja, das ist toll. Aber ein großer Verein mit einer großen Tradition, die wir festgestellt haben, auf die wir ja auch stolz sein. Ja, wir sind über 50 Jahre schon. Ja. Und vorher wart ihr auf der Marienfelder. Und da haben wir auch schon fleißig Wettbewerber ausgetragen. Was für Wettbewerbe tragt ihr? Das war Thermikklinge, 3 Minuten 20 und eine Kreisel. Es gab richtig Berliner Meisterschaften. Es waren 5 Teilwettbewerbe, was dann zum Schluss die Punktzahl zusammengezählt wurde. Und der die meisten Punkte hatte, der hatte dann eben nicht durch. Habt ihr sonst noch Veranstaltungen, die diesem Jahr oder auch traditionsgemäß im Jahresturnus laufen? Dieses Jahr haben wir noch einen internationalen Wettbewerb. Das ist ein F3B-Wettbewerb, den wir auch schon seit 6 Jahren jedes Jahr durchführen. Das sind ca. Teilnehmerzahlen zwischen 50 bis 70. Und wie gesagt, international besetzt. Da war sogar letztes Jahr jemand, ein Flieger, also Modellpilot aus Australien. Das ist eine tolle Sache. Sehr weiter. Da kann man sehr stolz drauf sein. Ja, da kann man schon sehr stolz sein. Worauf man auch sehr stolz drauf sein kann, auf die große Anzahl der Piloten, die heute da sind, die mit ihren großen Seglern Maßstab 1:3 bis 1:4 angereist sind. Und erzähl noch ein bisschen über den Einzugskreis dieser Piloten. Also Berlin hat einen sehr großen Rundraum. Es sind Piloten aus Oranienburg, aus Bernau, aus dem Nachbarein von den Ludwigsfeldern, sowie auch von uns reichlich belegt und auch da. Mit verschiedenen Größen Modelle, zwischen 4 Meter bis knapp 7 Meter Spannweite, wobei die Größe dann ein Gewicht von 16 Kilo auf die Waage. Das Wetter war heute thermisch hervorragend, es ließ sich super fliegen. Und Schlepppilot, das war bisher Dietmar Schäfer mit der großen Bilger, Maßstab 1:3, mit einem 150 Kubik King Motor, damit er auch die großen Brocken bewältigt. Ansonsten ist der Hansi Hartmann noch dabei gewesen mit einer kleinen Piper, der die 4 Meter Seglerklasse dann auch geschleppt hat. Ja, danke schön für die sehen wir nächstes Jahr eine gleiche Veranstaltung. Ja, selbstverständlich. Nächstes Jahr gibt es wieder die gleiche Veranstaltung. Ich hoffe, es gibt noch mehr Beteiligung. Ich bedanke mich an allen Teilnehmern, dass alle glücklich sind und dass sie zufrieden und nach schönen Tag zurück nach Hause gehen. Ja, okay. Danke dir recht herzlich. Ja. Und gemeinsam fliegen ist super.